Gut, ich bin der Asset. Ich lebe seit 25 Jahren hier in Berlin. Ich mache gar nichts zurzeit. Ich genieße gerade die Landschaft hier. So, ich mache bei dem Projekt von Wayang, weil ich als Protest gut finde. So, und zum Demonstrieren muss man nicht immer so diese, wie sagt man das, so was Mainstream, dass man immer vor dem Gebäude mit der Plakate und so, das kann man auch mit einer anderen Art. Also wir wollen jetzt mit Kultur oder Kunst eine Darbietung, Wayang. Und dort spiele ich ein Musikinstrument. So, diese Protestaktion, die wir machen, die wir jetzt machen, ist eigentlich, wir wollen zeigen, dass Indonesien, wie viele Leute hier in Deutschland immer denken, dass es in Deutschland Demokratie schon herrscht. Aber wir wollen einfach nur zeigen, dass es keine richtige Demokratie, was in Indonesien zurzeit passiert. Die Entscheidung von Präsident, dass Botschafter Fauzi Bowo hierher nach Berlin geschickt zu haben, ist nicht demokratisch, nach unserer Meinung, weil wenn der Präsident richtig mal die Stimme des Volkes hören würde, also gehört hätte, dann hätte er nie so einen wie Fauzi Bowo nach Berlin schicken. Ich finde die Geschichte ist interessant, was der Dalang ausgedacht hat. Also wir haben zusammen versucht auszudenken, wie die Geschichte sein sollte, aber was die meisten von den Dalang, also der Schattenpuppenspieler ausgedacht hat, finde ich interessant. Das ist ja wie, das ist so eine indirekte Kritik, also eine Geschichte über wie der jetzige Botschafter von Indonesien hier in Berlin, als er dort in Jakarta als Gouverneur war, wie hat er dieses Land oder diese Stadt immer regiert. Da hat er versucht, in unsere Geschichte einzubeziehen. Das finde ich interessant.